Kennst du ihn auch vom Sparring, den Bilancia? Ja. Ein sehr guter Sparringspartner. Sehr variabel und natürlich gibt immer Gas. Schönes Knie reingezogen. Low Kick hinterher probiert. Hat auch eine gute Deckung. Hat ja auch schon Erfolge schon erzielt. Vize-Weltmeister so geworden, World Cup-Sieger. Den Kampf habe ich sogar noch live gesehen. War ein sehr knappes Ding. Ich glaube, dass er heute noch viel besser dasteht als bei diesem WM-Kampf. Ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Er kämpft zumindest sehr variabel, Fuß. Aufpassen auf die Rechte. Schönes Knie wieder reingezogen, Rechte hinterher. Ja, vom Gegner hat man jetzt noch nicht so viel gesehen, aber kann trotzdem gefährlich sein, wie zum Beispiel so ein gedrehter Kick. Ah, der war ein bisschen langsam. Ja, wenn man darauf nicht aufpasst. Ja. Oh, schöner Laufe. Ja. Oh, ein bisschen tief. Ja, tut schon weh. Kann ja mal passieren. So kickt er Richtung Süden. Macht ja einen sehr konzentrierten Eindruck. Also auf alle Fälle die erste Runde an Dino Bilancia. Vor allen Dingen, weil er auch mehr gemacht hat von Hussein Agusul. Von ihm haben wir jetzt noch nicht viel gesehen. Dino hat natürlich sehen, genau, gute Aktionen gebracht, schöne Low Kicks, Haken hinterher. Ja, hat das Ganze mit einer sehr kompakten Deckung gemacht. Also im Großen und Ganzen eine schöne Runde von ihm. Mal schauen, ob jetzt da eine Steigerung kommt. Pavlica Steko in der Ecke. Round 2. WKA-Weltmeister bis 86 Kilogramm war er von 1998 bis 2003. Vaco Pro-Weltmeister von 96 bis 2000, also gefürchteter Fighter. Man muss auch sagen, der hat sehr hohe Anforderungen an seine Wettkämpfer. Der ja, ja. Aber ist ja auch nicht schlecht. Na, da ruf doch mal rein, wenn du jetzt nicht machst, was ich sage, dann genau, werfe ich das Handtuch. Warst du beim Pavlica oder beim Laden? Nein, ich war beim Laden. Ja. Hab das dann immer nur von Trainingskollegen mitbekommen. Aber sie hatten Angst, das Training zu fahren. Ich habe es mir dann anders überlegt. Ich habe gesagt, bleib lieber beim Laden. Nee, ich hatte echt absolut immer mit beiden eine sehr, sehr gute Beziehung. Immer noch, muss man sagen. Ja. Na, jetzt kommt er ein bisschen stärker auf hier, der Agusul. Er kombiniert zwar gut, aber man merkt dann einfach, da ist noch nicht so viel Substanz dahinter. Die Schläge sind jetzt nicht so hart, kommt zwar schnell, aber da ist beim Dino schon anders. Er muss schon wieder was machen, ne? Er schaut sich das Ganze ein bisschen an. Aber ja, nur ein Knie erlaubt. Ja, er wartet auch zu lange, der Dino. Ne, verlässt hier seine Schlagkraft. Und er ist sehr beweglich, der Agusul. Also einfach zu treffen ist er nicht. Kurz daneben. So, das hat er. Hat er versucht, mal so ein gesprungenes Knie zu machen. Da hat er aber langen Anlauf genommen. Ja, ja. Sieht wahrscheinlich nur so aus, weil er so klein ist. Ja, der Hussein Agusul wird zu Hause trainiert von Marinko Nemarovic. Der war WKA-Weltmeister im Superschwergewicht. Er ist Europameister auch gewesen, Kraft- und Fitnesstrainer.
der Eishockey-Grex der Kasseler Huskies. Ja, die linke, die war nicht, nicht durchgezogen, das hätte gefährlich werden können. Da, die rechte, die kam gut. Ja, man muss auf jeden Fall jede Sekunde hoch konzentriert bleiben. Sehr wichtig bei allen Kämpfen. Also, da darf man jetzt niemanden unterschätzen. Ja, das sieht man schon. Konditionell sind jetzt beide nicht erschöpft. Also sie können schon Gas geben. Ja. Schauen wir mal, was die Runde verspricht. Die müssen jetzt auch was zeigen. Ja, vor allen Dingen der August muss mal kommen jetzt. Den Low-Kick, schöne Gerade hinterher. Die Kicks von Agusul gehen meistens auf die Deckung. Was mir gefällt, kaum Arbeit hier für Henri Chalet. Alle Kämpfe bislang super fair. Das kann sich danach ändern, wenn der David Tralero kommt. Richtig. Gegen Leon Gavanas. Ich glaube, das wird schon ein Schlacht, glaube ich. Auf jeden Fall. Da kann man die Henri Chalet ein bisschen Ruhe gönnen jetzt. Ja, jetzt versuchen beide nochmal Gas zu geben. Ist auch wichtig jetzt. Ja, auf alle Fälle ein interessanter Kampf. Ja, er hat schnelle Hände, der Agusul, aber ja, das so die Durchschlagskraft, die fehlt. Ne? Der Kick, der klappt heute nicht. Das Bein ist schon sichtlich gezeichnet durch die Low Kicks. Agusul. Schönes Knie hinterhergezogen noch. So, schon rum. Drei Runden. Schöne Geste. Gar nicht so einfach, den hochzuhalten. Ja, die klareren Treffer waren auf jeden Fall bei Bilangia. Naja, die erste Runde komplett verpennt, der Hussein Agusul. Da musst du schon mal. Das kann man schwer wieder aufholen. In drei Runden ist es schwierig, ja. Außer der Gegner wird sich schlafen legen, so wie im Kampf vorher. Hoffen, dass danach wieder weitergeht. Urteil. Sieger dieses Kampfes mit 2:1 Punktrichterstimmen kommt aus der blauen Ecke und aus München Dino Bilancia. Ja, das schaut ein bisschen erstaunt. Der Agusul, aber ich denke, das geht voll in Ordnung, das Urteil. Finde ich auch, absolut. Dafür hat mehr gemacht.